Während der Schlacht um England soll es Flugzeuge gegeben haben, die, obwohl ihre Besatzung getötet worden war, weiter kämpften. Ah, die Flugzeuge. Der oberste Marschall der Flugwaffe, Lord Dolding, äußerte später, er sei sicher, dass Engel diese Flugzeuge gesteuert hätten. Als ich diese Episode niederschrieb, erzählte mir eine Freundin, dass ihr Vater als Teenager ein bewegendes Erlebnis mit einem Engel gehabt habe. Er hatte ihr gegenüber niemals davon gesprochen. Sie hatte erst Jahre später durch ihre Mutter davon erfahren. Es geschah im Alter von 18 Jahren, als er mit seinem ersten Motorrad unterwegs war. Das Motorrad geriet im Regen ins Schleudern und er stürzte. Als der Krankenwagen eintraf, war er nur noch halb bei Bewusstsein. Während ihn die Sanitäter in den Krankenwagen hieften, hörte er mit einem Male ein leises Flügelflattern und spürte, wie ihn eine wunderbare, warme Geborgenheit ausstrahlendes Wesenheit vorsichtig mit den Sanitätern hochhob. Nun wusste er, dass ein Engel ihn beschützte und dass alles in Ordnung war. Oh, ich krieg Gänsehaut, gell? Oh, schönes Gefühl, aber gell? Ich frage mich, ob und irgendwie fern dies sein Leben veränderte oder verbannte er, wie so viele andere, dieses Erlebnis ein für alle Mal ins dunkle Hinterstübchen. Bevor wir uns auf der Erde verkörpern, besprechen wir uns zukünftiges Leben mit dem Herrn des Karma, jene Wesen in der Engelshierarchie, die die Chronik unserer vergangenen Leben und Taten führen und sie überwachen. Genau. Es ist wichtig, die geeigneten Eltern zu finden, damit wir genau die Erfahrung machen können, die notwendig sind, um uns weiterzuentwickeln. Den Zeitpunkt unserer Geburt wählen wir selbst. Wir entscheiden auch über die planetaren Aspekte, die uns beeinflussen werden. Höhere entwickelte Seelen suchen die Bedingungen für die Inkarnation sorgfältig aus, weshalb sie auch wenige Alternativen haben. Wir setzen im Voraus unserer Lebensdauer auf diesem Planeten und den Zeitpunkt unserer Rückkehr fest. Die Entscheidung über unseren Tod, in Anführungsstrichen, gibt es ja keinen Tod, es ist ja nur der Übergang zum nächsten Leben oder zum ewigen Leben, kann sich aufgrund bestimmter Entscheidungen, die wir während unserem Lebens auf der Erde treffen, ändern. Das entscheidet nur Gott allein. Man darf nicht selbst töten oder getötet werden. Wenn wir beispielsweise unseren physischen Körper durch schlechte Ernährung schädigen, wird er vielleicht nicht mehr in der Lage sein, unserem Geist eine geeignete Bleibe zu bieten. Sollten wir unseren Lebenswillen verlieren, treten wir möglicherweise schon vorzeitig unsere Reise zurück an. Selbstmord ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, sich frühzeitig unserer Mission auf der Erde zu entziehen. Denn der Selbstzerstörungstrieb kann viele Formen annehmen und es befördert uns Stufen von Gott entfernt und ins Schlechte. So darf keiner handeln, es darf keiner Selbstmord begehen, es kann auch keiner tun, denn Gott hat ja die Macht dazu. Und wenn, dann treibt ein böser Geist einen anders zu tun, dann ist es immer noch kein Selbstmord. Dann ist es von einem schlechten Geist getriebene Tat. Aber wir sind stärker als das. Menschen trinken sich in den Tod mit Alkohol. Sie gehen gegen besseres Wissen lebensgefährliche Risiken ein. Sie sterben an gebrochenem Herzen. Sie hängen so machtvollen negativen Gedanken nach, dass sie krank werden.
Wir sterben nur dann vor der gewaltigen Zeitspanne, wenn wir sterben nur dann vor der gewaltigen Zeitspanne, wenn wir uns mutwilligen Schaden zufügen. Also wir müssen immer, wir wissen ja intuitiv immer, was uns ewiges Leben beschert und was uns der richtige Weg für unsere Aufgabe bringt in diesem Leben. Haltet euch daran und lasst euch nicht beirren mit irgendwelchen anderen Dingen. Amen. Ich lese das nächste Mal diese Geschichte weiter. Ist sehr interessant. Bleibt am Leben und lebt gesund, heil, glücklich, lieb, so wie Gott es für euch vorgesehen hat. So wie ihr es euch, bevor ihr geboren worden seid, vorgenommen habt in diesem Leben, dass ihr eure Aufgabe tun könnt. Ich liebe euch alle. Amen.